Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, soweit noch anwesend, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Nachdem jetzt Redner von drei Fraktionen unterschiedliche Anträge eingebracht haben, mache ich dann jetzt die Aussprache zu diesen drei Tagesordnungspunkten, sicherlich gefolgt von der Ministerin, die sicherlich auch einiges dazu zu sagen hat. Bevor ich zu den Inhalten komme, Frau Kollegin Schramm, was Sie hier vorgetragen haben, war das professionelle Jammern, so wie wir es von Ihrer Seite her kennen. Keine konkreten Vorschläge, nichts von dem, was den Menschen im Saarland wirklich helfen würde, wenn wir uns im Armutspakt auf der Abstraktionsebene bewegt hätten, wie Sie in Ihrer Rede, wäre es für niemanden im Saarland besser geworden. Das Gegenteil haben wir getan. Wir haben eine ganze Reihe, und ich komme gleich dazu, konkreter Maßnahmen beschlossen, die zu großen Teilen auch schon in der Umsetzung sind und die vielen Menschen konkret helfen. Und dass Sie das mal wieder nicht anerkennen wollen, sondern sich auf eine abstrakte Ebene stellen, das bestätigt den Eindruck, den wir in den Parlamentsdebatten von Ihnen haben. Das hilft den Menschen im Saarland aber keinen Schritt weiter. Das Thema Bekämpfung der Armut ist im Übrigen heute von den Regierungsfraktionen auf die Tagesordnung gesetzt worden und nicht von anderen Fraktionen. Warum? Weil uns das Thema Armut auch nach der Vorlage des Aktionsplans nach wie vor sehr bedrängt und bedrückt, denn das Thema ist ja nicht als Problem von der Tagesordnung verschwunden. Herr Kollege, halten Sie sich mal bitte mit Ihren Äußerungen zurück. Mich als Heuchler zu bezeichnen an der Stelle, empfinde ich als eine Beleidigung. Und die lasse ich mir von Ihnen. Herr Kollege Lander, ich muss Ihnen einen Ordnungsruf erteilen. Das Wort hat im Parlament nichts verloren. Dann nehmen Sie wenigstens mal auch regelmäßig an den Sitzungen des Sozialausschusses teil und fehlen nicht ständig und bringen sich in die Arbeit ein. Damit geht Politik los. Ja? Ja? So. Uns geht es darum, dass ein Siebtel der Menschen im Saarland derzeit von Armut betroffen sind. Aber es ist nicht nur ein Siebtel der Bevölkerung betroffen. Nein, über das ganze Leben hinweg sind viel mehr Menschen, zumindest mal kurzzeitig, von Armut betroffen. Wir können davon ausgehen, dass rund ein Drittel der Menschen in diesem Land, nicht nur im Saarland, sondern bundesweit, irgendwann in ihrem Leben für eine längere Zeit von Armut betroffen sind. Armut schränkt Zukunftschancen von Menschen dramatisch ein. Davon rede ich insbesondere von den Kindern. Armut am Ende des Lebens entwertet die Lebensleistung, wenn nach 30, 40 oder mehr Arbeitsjahren das Geld, die Rente immer noch nicht reicht. Armut macht viele Menschen krank und arme Menschen sterben früher. Und deshalb ist Armut ein ganz zentrales gesellschaftliches Problem. Und deshalb sorgen wir auch als Sozialdemokraten dafür, dass dieses Thema immer wieder und regelmäßig in der Mitte dieses Hauses besprochen wird. Was uns natürlich auch bedrückt, womit wir nicht zufrieden sind, ist die Tatsache, dass die Armutsquote in den letzten Jahren in Deutschland und auch im Saarland nur leicht rückläufig war, obwohl wir ein Jahrzehnt der hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland hatten. Mit einem ganz deutlichen Rückgang der Arbeitslosenquote ist die Armutsquote, die ja, ich will jetzt nicht auf die Definitionen eingehen und dass es letzten Endes immer auch eine relative Armut ist, ist die Armutsquote nur in diesen 10 Jahren gering zurückgegangen, auch wenn diese statistische Entwicklung sicherlich auch dem Zuzug von vielen Migranten in die Gesellschaft geschuldet ist, die zu Beginn ihrer Anwesenheit häufig erst einmal in den Sozialsystemen hängen, bevor sie in Arbeit kommen. Und das gibt mir Gelegenheit, einzugehen noch kurz auf eine Bemerkung des Abgeordneten Müller, der wie immer sozialpolitischen Themen auch nutzt, um ausländerfeindliche Propaganda von dieser Stelle aus zu betreiben. Wenn Sie heute unterstellen, diejenigen, die dort zu uns kämen, die würden ja nicht so fleißig arbeiten wie die Deutschen und deshalb in Zukunft auch wenig zur Sicherung der Rente beitragen, das war ja Ihre Philosophie, dann kennen Sie die Zahlen nicht. Denn die belegen gerade das Gegenteil. Die Rente der meisten Deutschen
die heute Rente beziehen, wäre nicht zu finanzieren, wenn wir nicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten so viele junge Menschen gehabt hätten, die heute in unser Land gekommen sind, die hier arbeiten, die Sozialversicherungsbeiträge leisten. Und die Zukunft unseres Rentensystems wäre ohne Migration erst recht nicht sicherzustellen. Das Gegenteil ist deshalb die Wahrheit von dem, was Sie gesagt haben. Also die Tatsache, dass die Armutsquote in den letzten Jahren kaum zurückgegangen ist, die verschleiert aber durchaus auch den Blick, und das merkt man bei der Kollegin Schramm, auf das, was dort passiert ist. Denn die Politik, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, war alles andere als untätig. Wir haben, ich will es nur mal kurz aufzählen, im Bund in den letzten Jahren 18 Milliarden in den Kita-Ausbau gesteckt. Alleinerziehende sind eine große Risikogruppe für Armut. Was brauchen die? Die brauchen Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder, damit sie arbeiten gehen können. Da haben wir 18 Milliarden investiert. Wir haben die Gebühren zu großen Teilen abgebaut. Wir haben das System des Kinderzuschlags eingeführt, damit viele Menschen mit niedrigen Erwerbseinkommen nicht gleich in den Hartz-IV-Bereich abrutschen müssen. Wir haben beim Unterhaltsvorschuss, auch dort nochmal, wo es um die Alleinerziehenden geht, erhebliche Milliarden zusätzlich in die Hand genommen. Wir haben Bildungs- und Teilhabepakete, mehrere gemacht, gerade in diesem Jahr nochmal ein großes. Wir haben es geschafft, dass in den letzten 15 Jahren die Arbeitslosigkeit in Deutschland sich fast halbiert hat. Wir haben den Mindestlohn eingeführt, wir haben jetzt den Beschluss in diesem Jahr zur Einführung der Respektrente. Da kann doch niemand sich hier vorne hinstellen und sagen, die Situation von Menschen in Armut in diesem Land wäre uns egal. Im Gegenteil, sie beschäftigt uns jeden Tag, und deshalb haben wir auch vieles schon geleistet, um das Leben dieser Menschen zu verbessern. Und so ist das auch mit dem zweiten Aktionsplan zur Armutsbekämpfung, in dem zahlreiche ganz konkreten Maßnahmen drinstehen. Ich will einige davon nennen. Zum Beispiel das beitragsfreie Mittagessen. Ein Thema, das zu Beginn der Beratung im Armutsbeirat im Mittelpunkt stand. Das Thema wurde schon während der Beratung weitgehend abgeräumt, dadurch, dass Hubertus Heil in den entsprechenden Gesetzen auf Bundesebene die Zuzahlung von einem Euro abgeschafft hat. So. Und dann gibt es noch, spätestens an dem Punkt, glaube ich, kennen Sie die Fakten nicht, um was es hier geht, dann gibt es noch eine sehr kleine Gruppe, die nicht berechtigt ist, Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zu bekommen, weil ihr Einkommen drüber ist, die aber von den bisherigen Regelungen getroffen ist. Und dort ist aktuell gerade das Bildungsministerium dabei, mit den 150.000 Euro, die wir zur Verfügung gestellt haben, eine Absprache mit den Landkreisen zu treffen, damit das auch gerecht bei den Familien ankommt und wirklich niemand von denen, die bislang betroffen waren, auch zukünftig noch diesen Zuzahlung machen muss. Es gibt an dieser Stelle überhaupt keine Kritik von irgendjemand, weder von den Kirchen noch von den Wohlfahrtsverbänden. Alle sind total zufrieden mit dieser Regelung. Dass Sie sich jetzt hier hinstellen und das skandalisieren wollen, zeigt, dass Sie einfach nicht in der Debatte drin sind. Tut mir wirklich leid. So, wir haben neben diesen Regelungen beim Thema Kita-Ausbau einiges gemacht. Wir haben die Schulsozialarbeit neu organisiert in diesem Land. Wir haben für die Kinderhäuser in diesem Land mehr Geld zur Verfügung gestellt und ihre Finanzierung abgesichert. Wir haben einen Notfallfonds für Stromsperren eingerichtet. Das Sozialticket für den ÖPNV ist beschlossen und wird im nächsten Jahr umgesetzt. Das saarländische Wohnungsaufsichtsgesetz, Gegenstand der Beratung im Armutsbeirat, ist mittlerweile von diesem Parlament beschlossen. Wir haben beschlossen, die Ausweitung der frühen Hilfen. Das Geld wird den Trägern schon zur Verfügung gestellt. Wir haben viel Geld gesteckt und sind sehr erfolgreich weiterhin im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Wir haben im Koalitionsvertrag verabredet, und es wird gerade vorbereitet, ein faires Lohngesetz für das Saarland und insgesamt 500.000 Euro pro Jahr für den Armutsfonds. Da nochmal ein herzliches Dank an den Kollegen Roth, der das damals in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt hat. Wir sind froh, dass wir mit diesem Geld jetzt arbeiten können, gemeinsam mit der Monika Bachmann durchgesetzt. Also dieses Geld kommt an, und am Ende sind wirklich, und es sind sehr unterschiedliche Gruppen und alle mit einem hohen Anspruch an dem, was zu leisten ist, sind alle in diesem Armutsbeirat zu einem Ergebnis gekommen, wo man einstimmig beschlossen hat, uns
das auch mit Stolz. Mit diesem Papier kommen wir ein gutes Stück weiter bei der Bekämpfung von Armut im Saarland. Und dass Sie von der Linken diesen Erfolg nicht anerkennen, sondern hier schlecht reden, das ist wirklich sehr traurig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich ist mit diesem Aktionsplan das Thema Armut nicht abgeräumt, sondern es bleibt eine weitere Voraussetzung. Und natürlich haben die verschiedenen Gruppen, die in diesem Beirat miteinander gearbeitet haben, auch unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedliche oder weitergehende Forderungen. Auch die SPD konnte sich nicht mit allen Punkten durchsetzen. Und es gibt für uns sicherlich auch Themen, wo wir uns noch mehr vorstellen können. Und da möchte ich auch das Thema sozialer Wohnungsbau nennen, denn wir alle wissen, es fehlt, das ist eine Zustandsbeschreibung, aktuell an preisgünstigen Wohnungen mit oder ohne Sozialbindung. Das ist mir jetzt echt mal nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, was die Leute an Miete zu zahlen haben. Wir müssen beklagen, dass die Mieten steigen, gerade im unteren Bereich. Und wir müssen darüber hinaus feststellen, dass wir einen erheblichen Sanierungsstau im Bestand, gerade bei den kleinen und Wohnungen mit niedrigen, für Mieter mit niedrigen Einkommen haben. Und da gibt es kein Vertun, da gab es Versäumnisse in der Vergangenheit, nicht weil man kein Geld hatte, sondern weil man sich vielleicht dem Thema nicht mit dem notwendigen Interesse zugewandt hat. Aber Tatsache ist auch, nach Diskussionen, die wir auch gemeinsam geführt haben, es gibt neue Richtlinien, die gehen in die richtige Richtung. Es gibt zumindest jetzt wieder ein Geschehen, dass man sagen kann, der soziale Wohnungsbau zieht weiter an. Und jetzt, nachdem die Kehrtwende eingeleitet ist, müssen die nächsten Schritte folgen. Das heißt, wir brauchen sicherlich zukünftig noch mehr Geld für diesen Bereich. Wir brauchen die klare, und das ist aber auch hier schon im Aktionsplan verabredet, die Quote für Wohnungen mit Sozialbindung. Wir brauchen, und das wird ein entscheidendes Problem sein, an dem hätten die Linken auch in kommunalpolitische Verantwortung durchaus mehr mitwirken können. Wir brauchen einfach den Platz, wo wir bauen können. Ja? Vielerorts fehlt es ja nicht an dem Willen, und es fehlt nicht am Geld, sondern es fehlt einfach am Platz und am Baurecht, wenn man Sozialwohnungen bauen will. Wir brauchen daneben eine Aufwertung im Wohnungsumfeld und wir brauchen am Ende, und da sind wir alle in der Verantwortung, auch ein stärkeres öffentliches Engagement im sozialen Wohnungsbau durch die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Die müssen, das hatte ich in der letzten Landtagssitzung schon gesagt, die müssen auch in diesem Bereich nochmal ein stärkeres Engagement an den Tag legen. Und dafür brauchen sie am Ende von uns allen die politische und auch die finanzielle Rückendeckung. Und das ist eine Aufgabe, die wir am Ende alle erfüllen müssen. Und weil man das eben nur mit vielen kleinen Schritten und gemeinsam erreichen kann, möchte ich auch nochmal die Forderung aus der letzten Landtagssitzung erneuern, dass wir einfach einen runden Tisch sozialer Wohnungsbau im Saarland brauchen, wo die unterschiedlichen Akteure, das Bauministerium, die Städte und Gemeinden, die Wohnungsbaugesellschaften, wo all die zusammenkommen, von mir aus auch private Investoren, um zu schauen, wie man in diesem Bereich etwas tun kann. Ich will noch ein zweites Thema ansprechen, das für uns Sozialdemokraten in Zukunft auch eine besondere Bedeutung haben wird beim Thema Armutsbekämpfung, auf das wir uns im Armutsbeirat nicht einigen konnten, wo wir aber verabredet haben, dass wir gemeinsam in der Debatte dazu bleiben. Das ist das Thema der Einführung einer Kindergrundsicherung auf Bundesebene. Wir haben im Moment die schwierige Situation, dass wir ganz viele Sozialleistungen haben, teilweise undurchschaubar, teilweise erreichen sie nicht alle, die Sozialleistungen brauchen. Und teilweise haben wir die Ungerechtigkeit, zum Beispiel beim Kindergeld, dass die mit hohen Einkommen über den Kinderfreibetrag mehr finanzielle Unterstützung vom Staat kriegen, als die mit durchschnittlichen Einkommen, die nur das Kindergeld bekommen, und dass am Ende diejenigen, die im SGB-II-Bezug sind, das Kindergeld wieder verrechnen müssen und einmal weniger für ihre Kinder bekommen als andere. Das würden wir gerne ändern. Wir haben dafür ein
sehr differenziertes Konzept vorgelegt mit einem Basisbeitrag von 250 Euro Kindergrundsicherung für alle im Monat, der aufgestockt werden kann, je nachdem wie die Einkommenssituation ist, auf bis zu 478 Euro im Monat beim Wegfall anderer Leistungen. Das würde gerade Familien mit niedrigen Einkommen ganz erheblich finanziell unterstützen und über die Armutsgrenze hinaus nach oben bringen. Das müsste dazu führen, dass Kinder zu haben kein Grund mehr ist, um arm zu sein. Das würden wir gerne auf der Bundesebene durchsetzen. Und wenn das Saarland insgesamt, damit meine ich auch die Koalitionsfraktion, insgesamt sich hinter diese Forderung stellen könnte, dann wäre das eine schöne Sache. Und wir werden zu diesem Punkt sicherlich weiter in der Diskussion bleiben. Wir stehen jetzt dabei, dass wir diesen Aktionsplan im Saarland umsetzen können. Für uns ist es besonders wichtig, dass wir dabei auch einen besonderen Schwerpunkt legen auf die Quartiere, in denen sich Armut in den letzten 30 Jahren verfestigt hat, ob das in Burbach ist, ob das in Mahlstatt ist, ob das in Teilen von Neunkirchen oder von Völklingen ist, also überall dort, wo uns heute eigentlich fast niemand mehr glaubt, wenn wir sagen, wir bekämpfen Armut. Und wir müssen diesen Menschen eine Perspektive geben, dass nicht nur sie, sondern auch ihr ganzer Stadtteil in den nächsten 5 oder 10 Jahren eine echte Perspektive hat, dass sie sozusagen nochmal glauben, dass sie rauskommen aus dieser Situation. Deshalb müssen wir in diesen Quartieren die öffentlichen Maßnahmen bündeln. Die des Landes, ob in der Bildungspolitik, im Kindergarten, im Bereich Städtebauförderung, im Bereich sozialer Wohnungsbau, aber auch die Maßnahmen, die die Kommunen machen in der Gemeinwesenarbeit oder in der Wirtschaftsförderung, in der Stadtpolitik an sich. Und wir müssen dort eben mehr tun, als wir es in anderen Quartieren tun. Und wenn wir alles das zusammenwerfen, alles das, was jeder kann und alles das, was jeder hat, da können wir vielleicht für die 50.000 oder 70.000 Menschen im Saarland, die in diesen Quartieren leben, eine echte Perspektive nochmal bringen. Das ist unser Ansatz der quartiersbezogenen Armutsbekämpfung. Dafür werbe ich auch heute nochmal mit großer Leidenschaft, denn ich will, dass wir dort gemeinsam etwas erreichen. Und ganz am Ende meines Beitrages möchte ich nochmal betonen, wie wichtig ich diese Debatten halte. Und das ist auch der Grund, warum ich mich einfach ärgere, Frau Schramm, über die Art und Weise Ihres Vortrages, weil Sie uns die Ernsthaftigkeit in diesem Thema absprechen und weil Sie sich von einer moralisch abgehobenen Position darüber setzen. Da kann man nämlich nicht mehr zusammenarbeiten. Für uns geht es darum, dass natürlich auf der einen Seite die ökologische Frage eine Frage ist, die über das Schicksal der Menschheit im 21. Jahrhundert entscheidet. Deshalb braucht sie eine große Aufmerksamkeit. Aber die soziale Frage, die muss in jedem Fall zuerst gelöst werden. Wenn wir die soziale Frage in diesem Land nicht lösen, dann werden wir alle anderen Fragen nicht auf demokratischem Wege lösen können. Dann kriegen wir keine Mehrheit für Entscheidungen auf anderen Bereichen. Deshalb ist die soziale Frage die Kernfrage für den Fortbestand der Demokratie und alle anderen Fragen, die wir in unserem Gemeinwesen gemeinsam zu entscheiden haben. Und deshalb sind wir bei dieser Debatte immer mit großer Leidenschaft dabei. Vielen Dank.